Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Und es ist schon wieder eine Aufnahme später und ich schaue mal ganz kurz, was wir heute machen. Wir sind ja eigentlich gerade dabei, so ein bisschen die Nebenmissionen, die uns noch bleiben, abzuklappern. Und wir haben, zuletzt haben wir hier die ganzen Missionen der Eisfabrik gemacht und der Bootswerft. Das heißt, wir können uns jetzt bei der Bootswerft können wir uns jetzt Geld abholen da unten. Und wir können hier bei der Eisfabrik noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Das nächste, was wir machen könnten, wäre, glaube ich, das Autohaus, denn das ist bis jetzt noch das günstigste, was wir noch haben können. Das kostet, glaube ich, 30.000. Der Rest ist alles teurer. Also, was wir haben, noch einmal die Druckerei und das Taxiunternehmen. Und mir fällt gerade ein, wir haben noch hier oben die Filmdingens. Und ich glaube, die sind gar nicht so teuer. Und da gibt es noch echt coole Missionen, die wir noch machen können. Cool, hier steht sogar noch ein Auto. Das ist cool. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal. Ja. Ich habe übrigens letztens, weißt du, ich mache ja immer Radio aus. Und dann habe ich letztens, ich glaube, bei der vorletzten Folge habe ich dann von YouTube eine E-Mail bekommen, wo drin stand Copyright Claim. Und ich dachte mir schon, fick dich, GEMA. Weißt du, dann stellst du schon alles auf stumm. Und nein, es war keine Musik. Es war ein Gespräch. Ich weiß nicht, was das manchmal soll. Ich glaube, das ist ein Fehler. So ein bisschen. Der hat ein Gespräch hier, das bei der Bootswerft von den Jungs, ne, die da geredet haben. Dieses Gespräch hat YouTube als Copyright-Problem oder so anerkannt. Ich habe da natürlich gleich Einspruch erhoben, weil das muss ja nicht sein. Und ja, das war dann innerhalb von einem halben Tag war das wieder aufgehoben, diese Beanspruchung. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung. So, und ich hoffe, das ist nicht allzu teuer hier. Wir gehen mal lieber Geld einsammeln. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das ist das Teuerste. Ich glaube, das ist bis jetzt das Teuerste, was wir... Ja, bleibt mal ruhig, Jungs. Das ist, glaube ich, das Teuerste, was wir ja bis jetzt so... Toll. Das heißt, entweder wir sammeln jetzt, wir warten die ganze Zeit und sammeln das Geld von der Bootswerft und dem Versetti Estate und der Eisfabrik ein. Oder wir machen diese scheiß Telefonmission. Vor der ich habe einfach keine Lust auf die, ganz ehrlich. Wir haben da schon so oft... Also, was heißt wir? Ich habe da schon so oft versagt. Genau wie ich immer beim Junge, fahr doch nicht die Omas kaputt. Das kannst du doch nicht machen. Hallo? Ich habe ja schon so oft verkackt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das muss nicht sein. Ich will nicht. Naja, okay. Wir müssen es sowieso irgendwann machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll. Und ich habe keinen Bock hier ewig für... Ich brauche eigentlich keine Waffen. Aber ich habe keinen Bock hier immer Geld auszugeben. Und dann, dann sterbe ich ständig. Wir werden ja, glaube ich, auch immer 100 Euro oder so abgezogen, wenn wir hier ins Krankenhaus gebracht werden. Und das ist echt nicht geil. So, ich fahre jetzt zum Versetti Estate und hole dort die Kohle ab. Und dann fahren wir nochmal zur Bootswerft, da gucken wir mal, wie viel wir haben. Und das nächste, was wir halt brauchen, wäre das Autohaus, ne? Das könnten wir uns dann langsam holen und ich glaube, da gibt es auch ordentlich Kohle für die Missionen. Und wenn wir die Mission beim Autohaus haben, dann gibt es am Ende auf jeden Fall ordentlich Kohle, die wir uns dann abholen können. Ich glaube so, wenn man lange genug wartet, es kann bis zu 50.000 bei dem Autohaus dann eingenommen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, so war's. So. Es nervt ein bisschen. Wie viel haben wir denn hier? Naja, immerhin 5.000. So. Dann fahren wir jetzt noch schnell zur Bootswerft. Und ich meine... Da können wir uns, haben wir hier in der Nähe, nein, wir haben natürlich in der Nähe keine Ammunition. Habe ich schon mal in der letzten Folge erwähnt, dass mir immer das Ammunition einfällt, wenn ich am weitesten davon weg bin. Wir haben gerade wieder so eine Situation. Ammunition am anderen Ende der Insel und ich will mir eine Rüstung kaufen. Ja, das ist typisch. Naja, super. Wir haben ja noch ein bisschen Rüstung, aber nicht so viel. Und ich glaube nicht, dass das reicht für die Mission. Ich will halt, falls wir wieder so durch die Gegend laufen müssen, weil unser Auto wieder brennt, da brauchen wir schon ein bisschen Rüstung. Ich meine, wir sind sowieso ausgeliefert. Die schießen ja wie die Blöden auf uns. Deswegen
Das ist ziemlich sinnlos. Aber ich brauche ein gutes Auto. Vielleicht sollte ich das mal machen, dass ich mir ein gutes Auto raussuche. Ich bin auch immer noch so ein bisschen angeschlagen. Diese scheiß Erkältung, die zieht sich jetzt schon über eine Woche. Und das ist echt scheiße. Deswegen, ich huste mal ganz kurz. Entschuldigung. So, da ist er wieder. Oh, 800. Ist jetzt nicht so viel. Toll. Okay, pass auf. Ich suche mir jetzt ein ordentliches Auto. Weil wir haben hier in der Nähe kein Ammunition, ne? Hier ist nichts. Wir haben da so einen Laden. Ich könnte mal bei diesem Laden gucken. Aber ich glaube, da gibt es keine Rüstung. Hier, bei dem hier. Aber ich glaube, da gibt es keine Rüstung. Das nächste Ammunition wäre genau da drüben, aber da... Oh, wir könnten mit dem Boot hinfahren. Aber da kann ich wahrscheinlich nicht aussteigen. Weil ich glaube, der Hafen da auch zu ist. Aber wir könnten es ja mal probieren. Pass auf. Ich nehme mir mal ein Boot. Und dann fahren wir mal rüber. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo anlegen kann. Es wäre sehr toll. Ja. Wir nehmen mal das fette Boot, oder? Hier, Motorsport. Motorboot-Rennprofi. Oh nein. Die Musik ist wirklich toll. Ich rede mal lieber drüber. Ich will nicht. Warum? Nein, 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 Tommy. Nein, nein, nein. Boah, Alter. Ich hätte den jetzt gehauen. Ich hätte den sowas von gehauen. Jungs, macht Platz. Meine Güte, ey. Immer diese Angestellten. So, ich scheiße jetzt einfach mal auf den Counter. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Kann ich hier auch einfach so einsteigen? Ach man, immer diese schöne 80er-Jahre-Musik und wir können sie nicht hören. Das ist toll. So, hier drüben, bei dem Hafen, kann ich da anlegen. Also sind da die Tore offen. Aber wo wir hier die Mission noch gemacht haben, siehst du, da ist nämlich das Gitter zu. Und ich verstehe nicht, warum. Das Gitter ist dazu und wir... Natürlich, wir können auch wieder so... Warte mal. Wir können so richtig professionell anlegen. Bleibt das so? Nee. Warte, ich will hier drauf fahren, sonst... Ich weiß doch genau, dass Tommy wieder ins Wasser fällt. Oh oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja. Das war's. So ein sinnloser Tod. Und unsere Rüstung ist auch weg. Na toll. Warte mal, wir haben mal 103. 13.000. Jetzt ziehe ich genau 100 Euro ab. Aber immerhin sind wir jetzt auf der Insel, wo wir hin wollten. Immerhin ein Vorteil. So da drüben, ne? Irgendwo. Ich starte mir jetzt den Krankenwagen, weil hier kein Auto langkommt. Ist abgeschlossen. Danke, Spiel. Das hat mich heute wieder extrem lieb. Halt die Klappe, ist mir egal, wer du bist. Bist ein Niemand. Dann laufen wir halt. Gib mir dein Auto. Die Taxifahrer, die verschwinden immer vor Litte dem Lenkrad. Die sind eigentlich viel zu klein für diese Riesenkarren. So. Wo wollte ich hin? Ja, genau. Ammunition. Fahr ich da? Ja, ich fahr richtig. Polizei! Ich hab jetzt nicht Lust auf... Ey, das wart ihr jetzt aber, Jungs. Das ist jetzt nicht mein Problem. Sind die nervig, ey. So, hier drin, ich weiß gar nicht, wie das ist hier mit dem Fahndungslevel. Wenn ich jetzt hier Waffen einkaufen gehe, wohlgemerkt, stört die wahrscheinlich nicht. So, nehmen wir hier davon noch ein paar mit. Nö, okay, ich bin jetzt das Fahndungslevel los. Na gut, wenn sie meinen. So, kommen wir vielleicht mal ein paar tolle Autos vorbei, da können wir gleich mal... Ach egal, ich guck drüben danach. Hier kommt gerade ein gutes... Ich hätte den Cheater mitnehmen sollen. Warte, das können wir ja gerade noch machen. Wir haben hier den Cheater. Und ganz ehrlich, was gibt's Besseres als den Cheater? Als Auto, sowohl auch, wenn man... Ne, also wenn man jetzt die Spiele cheatet und so. Oh, ein schönes Rot, ein schönes Cherry-Rot, wenn dann würden die Damen jetzt sagen. Die kennen ja 30 verschiedene Rottöne. So. Dann würde ich sagen, trauen wir uns noch einmal... Na gut, was heißt noch einmal? Wir müssen so lange machen, bis wir es geschafft haben. An diese scheiß Mission. Mit diesem Präzisionsgewehr, wo wir wieder 30 Mal
erklärt bekommen, wie das funktioniert. Ist echt schade, dass man das nicht überspringen kann, wenn man die Mission schon mal gemacht hat. Ist ein bisschen nervig. Aber naja. Hüps. Ja, soviel zum Thema das Auto ganz lassen. Wenn ich das jetzt allzu sehr schrotte, dann fahre ich vorher auch nochmal in Paint Spray. Weil ich meine, wir werden sowieso brennen. Das steht ja eigentlich schon fest. Aber halt mit dem Auto, der ist halt super geil. Der bricht auch nicht aus. Und der ist halt verdammt schnell. So, wir müssen da hinten lang. Gibt's ja noch? Ja, wir sind richtig. Fahre ich nochmal zum Paint Spray? Ach komm, was soll's. Da haben wir ein niegelnagelneues Auto und dann fahre ich halt sehr, sehr vorsichtig. Mann, es ist immer noch so, dass ich jetzt, wenn ich hier so pausenlos rede, dass es dann wieder am Hals kratzt. Deswegen muss ich gerade wieder husten. So. Blau wäre schön. Na, natürlich nicht. Aber es ist ein anderes Rot, ne? Ist knalliger. So. Wehe, hier fährt jetzt jemand mein Auto kaputt. Der kriegt aufs Maul. So. Dann halten wir uns einfach mal an die Straßenverkehrsordnung. Es wird mir sehr schwer fallen. Aber ich bemühe mich. So, dann fahren wir hier mal ganz langsam ran. Was mit diesem Auto schwer ist. Blinker setzen geht leider nicht. Rechts vor links. Ne, die wollen nicht, also mach Platz. Überholen dürfen wir ja. Obwohl, da war ja ein Doppelstreifen. Ja, dürfen wir eigentlich nicht überholen. Aber dieses Doppelstreifen ist in ganz Vice City. Hier die besoffenen Frauen hier auf der Straße. Es ist langweilig, wenn man sich in Vice City an irgendwelche Regeln hält. Macht keinen Spaß. So, Freunde. Mit seiner alten Operkarre hier in diesem hässlichen Olivgrün. Und wehe, das Auto steht da nicht mehr. Ich hau jemanden. Schade, dass hier keiner zu Hause ist. Halt die Fresse. So. Ich stell's weit genug weg von der Mission und wehe, es ist dann weg. Ja, hallo? Wer ist denn da? Time to fry bigger fish, Mr. Steele. Ach so? There's a rifle in the foliage to your right. Mhm. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. Ja. You walk through the crowd and ask someone the time. Mhm. You must kill that person. Verstehe, ja. And take it to the location taped under the phone. So, jetzt wieder 30. Nimm das Präzisionsgewehr. Mm. Das haben wir ja noch nie gemacht. Ich kann diese Bildschirme nicht überspringen. Es geht nicht. Ich versuche alles. Leertaste, Enter, Escape und Maustaste. Aber es geht einfach nicht. Schade. Naja, da müssen wir halt abwarten. Heute Abstand, Zielperson. Und ich glaube, letztes Mal habe ich es ein bisschen verkackt. Ich sollte den Komplizen von dem auch sofort eliminieren. Pass auf, ich stelle mal jetzt mit dieser tollen Maus einfach mal die Präzision besser ein. Da kann ich besser zielen. Und da kann ich den Typen nämlich auch gleich mit. Naja. Ne? Dann kommt er uns nicht in die Quere. So. Die Dame. Da kommt sie wieder mit ihrem linken Schlackerbein. Da ist irgendwas nicht gesund. Die sollte mal zum Arzt gehen, finde ich. Guck mal. Das sieht einfach überhaupt nicht gesund aus. Schwabbel. 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 Und dann noch Absatzschuhe. Wie spät ist es denn? Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ich kratze mich deswegen am Kopf. Der hat nicht mal auf seine Uhr geguckt. Aber naja. So, warte. Der bleibt jetzt nämlich gleich stehen. So, das war der. Ich hole mir Waffe und Koffer. Und dann, unser Auto steht noch sehr, 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 sehr gut. Polizei natürlich auch sofort da. Ja, Jungs, chillt mal. Ich habe hier den Cheater. So, ich bin optimistisch, dass das jetzt was wird. Und ich fahre jetzt nicht zu dem anderen Paint Spray. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum auch immer. Hallo. So, siehst du, mit dem Cheater sind wir einfach super dran.
Jetzt nicht mehr, da wir Platten haben. Aber wir müssen nur heil hier um die Kurve kommen, weil da können wir nämlich ins Pale Spray fahren. Dann sind wir zumindest die Polizei los. Die schwarzen Karten sind so weit hinten. Das heißt, wir könnten es schaffen ins Pale Spray. So, der Cheetah am Limit hier. Man hört den Motor, der dreht völlig durch. Gehe ich ins Pale Spray? Ja, komm. Na komm. Oh, die lassen uns nicht in Ruhe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Nein. Fick dich. Fick dich. Fick dich, du scheiß Kubaner. Alter, lass mich in Ruhe. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, verdammt. Mach Platz, du Arschloch. So, der hat wenigstens keine Waffen. Da zieht mich einfach dieser scheiß Kubaner dort raus aus dem Auto. Ich glaube, es hackt. Ey, das gibt's doch nicht. Boah, das ist doch nicht wahr. Naja, ich hoffe, wir schaffen es, weil die schwarzen Wagen sind zum Glück explodiert. Das heißt, da ist jetzt keiner mehr dabei, der uns jetzt alles zerschießt. Nur noch dieser eine, der ist wahrscheinlich jetzt auch weg. So, sag bloß, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Ziel ist nah. Ich sollte es vielleicht noch nicht so rausschreien, aber ich glaube, wir haben es geschafft. $8,000. Naja, ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Ich denke, es gibt, glaube ich, noch eine. Es gibt noch ein paar Lautsprecher. Was, Lautsprecher? Ich sag mal Lautsprecher. Hier Telefonanlagen-Mission. Aber der wird uns natürlich wieder anrufen. Vielleicht steige ich mal aus dem Auto und warte, bis uns irgendjemand anruft. Passiert doch bestimmt gleich, oder? Ich weiß es natürlich nicht, aber meistens ist es so, weil wir haben jetzt gerade keine offenen Missionen mehr. Nur halt irgendwelche Nebenmissionen. Und es müssten ja auch noch ein paar Hauptmissionen kommen. Es gibt da noch eine Mission, wo wir so einen Waffenhändler-Typen... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da überall rankommen. Die haben auch keine Bandscheiben oder irgendwas, oder? Ich meine, so kann man denn... Also, das ist... Also, wow. Jedes Mal stößt sie mit ihrem Arsch an ihre Arme an. Das ist doch voll anstrengend auf Dauer. Okay, jetzt ruft echt niemand an. Aber wir haben doch... Guck mal. Wir haben keine Missionen mehr. Nur... Hier, das ist Versetti Estate, da können wir Geld abholen. Das ist keine Mission. Hier, Tommys Villa. Paint Spray, Versteck, Eiscreme, Bootswerft. Und mir fällt einfach kein Unternehmen mehr ein, was wir noch holen können. Pass mal auf. Wir haben ja heute zur Feier des Tages die Mission geschafft. Und da mache ich heute mal ein kleines bisschen kürzere Folge. Und gehe mal ganz kurz ins Internet. Es ist kein Spoiler. Also wer jetzt denkt, ich Spoiler... Also, Spoiler mich, das stimmt nicht, weil ich habe Vice City schon mal selber durchgespielt. Deswegen, ich gehe jetzt ins Internet und guck mal ganz kurz, ob ich nicht irgendwas übersehen habe, was wir noch kaufen könnten, was ein bisschen günstiger ist. Damit wir hier, ich will natürlich alles 100% machen, sonst suche ich mich hier wieder dusselig, weil wir können uns auf dieser Insel, glaube ich, nichts von den Unternehmen leisten momentan. Aber auf der anderen Insel ist vielleicht noch irgendwas, was ich vergessen habe. Deswegen gehe ich mal ganz kurz ins Internet und schau mal, ob ich da was finde. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich bin froh, dass wir endlich diese tolle Mission geschafft haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann mit einem Plan, hoffentlich. Und vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge und ciao.